Jenseits des Blaus. Letztes Jahr im September war die Raumsonde DART 7 Millionen Meilen von der Erde entfernt, auf dem Weg zu ihrem Terminal gegen den Mond beschienenen Dimorphos. DART kollidierte frontal mit Dimorphos, verformte den Asteroiden grundlegend und veränderte seine Umlaufbahn. Das letzte Bild, das es zur Erde zurücksendete, war das eines mit Steinen übersäten Feldes. Was ein Grundnahrungsmittel der Science Fiction war, wurde in einer historischen Mission erfolgreich im wirklichen Leben nachgebildet. Sowohl James Webb als auch Hubble haben den ikonischen Moment in der Geschichte unseres Planeten festgehalten. Zum ersten Mal in mehr als 60 Jahren Weltraumforschung hatte die Menschheit das Sonnensystem nicht nur erforscht, sondern auch neu geordnet. So in etwa. In den letzten Jahren war die Menschheit auf der Suche nach Asteroiden. Erdnahe Objekte, sogenannte erdnahe Objekte, waren aus zwei Gründen besonders interessant. Zum einen bieten sie mit dem Asteroidenabbau potenziell lukrative wirtschaftliche Möglichkeiten. Der andere Grund besteht darin, dass sie möglicherweise verheerende Folgen haben, wenn sie die Erde treffen. Deshalb möchten wir sie mit einer gewissen Vorwarnung finden. Diejenigen, die in die letztere Kategorie fallen, werden als potenziell gefährliche Asteroiden bezeichnet. Dank einiger genialer Programmierer der University of Washington verfügen wir jetzt über künstliche Intelligenz, die gefährliche Asteroiden erkennen kann. Von den bisher insgesamt 30.000 gefundenen NEOs sind etwa 2.300 PHS. Allerdings gehen Forscher davon aus, dass es noch mindestens so viele zu entdecken gibt. PHS kommen normalerweise in einem Umkreis von 5 Millionen Meilen um die Erde vor und müssen groß genug sein, um eine potenzielle Bedrohung darzustellen und dürfen nicht nur als Sternschnuppe in unserer Atmosphäre verglühen. Das Auffinden dieser dunklen Objekte kann eine gewaltige Herausforderung sein, selbst wenn sie sich am nächsten befinden. Wissenschaftler nutzen typischerweise Spezialteleskope wie das Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, kurz ATLAS, an der Universität von Hawaii. Allerdings müssen diese riesigen Teleskope in der Regel viermal in einer einzigen Nacht denselben Himmelsausschnitt abbilden, um einen Blick auf eine PHA am Rande seines Erfassungsbereichs zu erhaschen. Hier kommt der neue Algorithmus ins Spiel. Der von Ari Heinze, einem Forscher an der UW, und Siegfried Eckel, jetzt Professor an der University of Illinois Urbana-Champaign, entwickelte Algorithmus, bekannt als Heliolink 3D, ist in der Lage, Daten über Asteroiden zu finden, die das könnten über mehrere Tage hinweg von einem einzigen Satelliten aus verteilt werden. Genau das geschah, als es sein erstes neues PHA fand. ATLAS, jetzt bekannt als 2022 SF-289, hat es ursprünglich bei Beobachtungen am 19. September 2022 aufgenommen, in dieser Nacht wurde es jedoch nur einmal erfasst. Glücklicherweise wurde er in zwei verschiedenen Nächten noch dreimal von ATLAS eingefangen, und Heliolink 3D konnte das Puzzle zusammensetzen und den Asteroiden finden, der sich in aller Deutlichkeit versteckte. 2022 SF-289 stellt keine Bedrohung dar, obwohl seine Umlaufbahn ihn bis auf 140.000 Meilen an die Erde heranführen wird, ist es unwahrscheinlich, dass er den Planeten in absehbarer Zukunft treffen wird. Und bei einer Länge von 600 m wäre es wahrscheinlich verheerend, aber nicht katastrophal wie der Asteroid, der zum Untergang der Dinosaurier beitrug. Andere Observatorien haben es ebenfalls nicht entdeckt, da es sich in einer Region der Milchstraße befand, die von Hintergrundsternen übersät ist, was es schwierig macht, einen schwachen, sich schnell bewegenden Stein zu erkennen, selbst wenn er viel näher an uns ist. Nachdem es jedoch entdeckt worden war, wurde es schnell von anderen spezialisierten Asteroidenjägern wie dem Catarina Sky Survey und Pan-STARRS bestätigt. Machen Sie sich also eins für den neuen Algorithmus. Aber das ist erst der Anfang seiner Beiträge. Heliolink 3D wurde ursprünglich für die Arbeit an einem viel leistungsstärkeren Teleskop entwickelt.
Das Vera C. Rubin Observatorium, das Anfang 2025 in Chile in Betrieb gehen soll, wird voraussichtlich nur 2 Aufnahmen pro Nacht erfordern, um Asteroiden wie 2022 SF-289 zu erkennen, statt der 4, die derzeit erforderlich sind. Und Heliolink 3D wird dabei helfen. In unserem eigenen Interesse sollten wir alle viel Glück wünschen. Es gibt noch viele weitere Asteroiden auf der Liste der potenziell gefährlichen Asteroiden, die sich als gefährlich für die Erde erweisen können. Einer davon ist der Asteroid 2022 KL8, der Anfang des Jahres entdeckt wurde und voraussichtlich im Jahr 2111 nahe an der Erde vorbeifliegen wird. Mit einem Durchmesser von 2000 Metern könnte er ein sehr interessantes Objekt für Astronomen oder zukünftige Astronauten sein besuchen. Es gibt auch den autogroßen Asteroiden 2009 Terabet, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass er im Jahr 2022 auf die Erde prallt, bei 1 zu 350.000 liegt. Offiziell ist der Asteroid 1979 XB, ein Monster von etwa einer halben Meile Durchmesser, der zweitgefährlichste Asteroid auf der Liste, basierend auf seiner Größe und der Wahrscheinlichkeit eines Einschlags. Und dann ist da noch der erdnahe und potenziell gefährliche Asteroid mit einer Wahrscheinlichkeit von 2,7%, die Erde zu treffen. Der höchste auf der Liste. 99.942 Apophis. Bisher wurde angenommen, dass der Asteroid in 7 Jahren am 13. April 2029 die Erde treffen könnte. Allerdings schloss die NASA die Möglichkeit dieser Auswirkungen Anfang des Jahres aus, allerdings nicht vollständig. Was bedeutet, dass wir in Sicherheit sind, vorerst. NASA JPL hat erhebliche Gründe zu der Annahme, dass der Asteroid nach 100 Jahren eine gefährliche Annäherung erreichen und sich 2060 und 2068 auf einer Resonanzbahn der Erde befinden wird. Im Jahr 2029 wird sie sich immer noch nähern. Sie wird der Erde so nahe sein wie die Venus und bietet eine enorme Gelegenheit, sie zu untersuchen, bevor sie 100 Jahre in der Zukunft ihre riskanteste Annäherung erreicht. Apophis ist riesig. Und bei so einem Namen ist es schon beängstigend genug. Er wurde 2005 entdeckt und hat schätzungsweise einen Durchmesser von etwa 370 Metern. Das ist ungefähr so hoch wie das Empire State Building in Manhattan, New York. Man geht davon aus, dass ein so großer Asteroid, der der Erde so nahe kommt wie Apophis, ein Ereignis in 1000 Jahren ist. Apophis wird unseren Planeten am 13. April 2029 nicht treffen, aber Wissenschaftler gehen davon aus, dass der nahe Vorbeiflug eine Änderung seiner Flugbahn zur Folge haben könnte, und zwar auf gefährliche Weise. Dieses Vorbeischwingen der Erde könnte das Gestein auf eine erdresonante Aufprallbahn bringen, die im Jahr 2060 oder 2068 auftritt. Die NASA bezweifelt das, aber angesichts der Tatsache, dass Apophis in 40 Jahren eine Katastrophe auslösen könnte, beabsichtigen Wissenschaftler, den Asteroiden zu untersuchen, wenn er im Jahr 2029 seine größte Annäherung erreicht. Wenn schließlich auch nur die geringste Chance besteht, dass Apophis nach dem Ansatz von 2029 auf eine erdgebundene Flugbahn gelenkt wird, bei der er im Jahr 2068 mit der Erde kollidiert, dann sollten wir besser wissen, woraus er besteht, und genau wissen, wie wir ihn am besten ablenken können, stören Sie es auf eine neue Flugbahn. Ihr Plan ist ziemlich riskant. In jedem Fall wäre der Apophis 2029 PDM eine faszinierende Nachfolgemission des DART. Es wird angenommen, dass die NASA ihre OSIRIS-REx-Mission nutzen wird, um Apophis während seiner Annäherung an die Erde im Jahr 2029 zu besuchen. Die Raumsonde OSIRIS-REx ist bereits ein erfahrener Kandidat für den Besuch riesiger Asteroiden und deren Untersuchung für uns. Im Jahr 2020 berührte es kurzzeitig den Asteroiden Bennu und sammelte von dort Staub- und Kieselsteinproben.
Um Apophis und die Veränderungen, die durch seine Annäherung an die Erde hervorgerufen werden könnten, beobachten zu können, müsste sich die Raumsonde mehrere Monate im Voraus mit Apophis treffen. Die Hauptmissionsziele für Apophis 2029 PDM wären die Durchführung von Aufprall-Risikobewertungen, die Bestimmung seiner physikalischen Eigenschaften und seiner inneren Struktur sowie die Kartierung seiner gesamten Oberfläche vor und nach dem Vorbeiflug an der Erde. Es wird auch für Astronomen und Planetenforscher eine unumgängliche Gelegenheit sein, ein wahres Relikt aus der Entstehung unseres Sonnensystems aus der Nähe zu betrachten. Aus diesem Grund war die DART-Mission für die NASA und die Welt so wichtig. Und jetzt auch der KI-Algorithmus, der diese Asteroiden verfolgen wird. Es gibt viele Asteroiden und andere Weltraumgesteine, die wir noch nicht entdeckt oder mit deren Verfolgung begonnen haben, sodass die von diesen Programmen gewonnenen Daten buchstäblich jeden Moment nützlich sein könnten. Wir beginnen eine neue Ära der Menschheit, eine Ära, in der wir möglicherweise die Fähigkeit haben, uns vor so etwas wie einem gefährlichen Asteroideninschlag zu schützen. Die Hoffnung ist, dass dies alles auch eine bessere Grundlage für künftige Bemühungen sein wird, bedrohlichere Weltraumfelsen abzulenken, die ohne Einladung versuchen, die Erde anzurufen, aber was weiß ich.